Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play League of Legends. Ja, heute mal eher ein Champion, der ganz wenig gespielt wird und meiner Meinung nach auch wirklich als Noob-Champion durchgeht. Also nicht, weil er so einfach zu spielen ist, sondern weil er einfach nichts drauf hat. Wenn man gefeedet ist, hat man nichts drauf. Wenn man ihn spielen kann, hat man nichts drauf und keine Ahnung. Ich finde generell, dass dieser Champion nichts drauf hat. Und wer ist es? Evelynn. Ganz klar. Ja, sie ist aber heute diese Woche free to play und deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, dass ich sie jetzt hier mal ein bisschen ja im Jungle ausprobiere und ja, mal schauen, wie es so wird. Kann ja nur schlecht werden, ne? Ja, wie gesagt, sie ist free to play, also wenn ihr das Let's Play jetzt hier zeitnah anguckt, dann könnt ihr sie halt auch diese Woche auch noch spielen. Ansonsten würde ich sie halt auch gar nicht empfehlen zu kaufen und ja. Nee, keine Ahnung, warum ich es jetzt so schlecht hier runterziehe, aber halt, wie gesagt, ich habe wirklich nur schlechte Erfahrungen gehabt. Ja, und was auch noch zu erwähnen ist, dass ja, wie gesagt, heute Diana ja released wurde und ja, wie zu erwarten, haben wir jetzt hier schon zweimal, einmal in unserem Team und einmal im gegnerischen Team, eine Diana im Match. Sehr schön. So, ja, zu unserem Team, alle sind jetzt zwar bereit, deswegen, ja, dachte ich mir schon, muss ich das einmal ganz so erklären. Ja, ich gehe im Jungle, Diana geht in die Mitte, Wulibear supported Botlane, die Ashe und Ken geht wohl solo top und bei den Gegnern wird wohl Darius solo top gehen, Sona wird Varus auf der Botlane supporten, Nautilus geht in Jungle und da geht Diana auf die Toplane. So, ich starte, mit was starte ich denn? Ja, Wiggles Laterne werde ich wohl zum Jungle brauchen, das heißt, ich werde mit einer Rüstung und 5 Tränken jungeln. Und das Schöne ist ja, dass ich ja so viel Ahnung von dieser kleinen Schlampe habe. Blue oder Red? Ich glaube, ich starte mal mit Blue. Ja, mit Blue. So, also, sie haben sich auf jeden Fall auch vor kurzer Zeit geändert und ja, ganz viel hat sich da getan und ich wusste auch noch nie, wie sie richtig funktioniert. Also, schnell mal durchlesen, damit ich es auch selber weiß. Schattenlauf, Evelynn versteckt sich im Schatten und kann nur von nahen Champion und wahrer Sicht aufgedeckt werden. Solange sie getarnt ist, regeneriert Evelynn 1% ihrer maximalen Manas pro Sekunde. Okay, ist ja ganz schön gut. Zaubert sie, erleidet sie Schaden oder versucht sie Schaden oder verursacht sie Schaden, so wird ihre Tarnung 6 Sekunden lang aufgehoben. Okay, was dieser Balken um mich darum oder dieser Radius oder Kreis um mich herum bedeutet, weiß ich nämlich gerade nicht genau. Hassausbruch, das scheint wohl meine Attacke sein, die man spammen kann. 1,5 Sekunden Abklingzeit nur. Evelynn durchbohrt einen nahen Gegner und verursacht Damage an allen getroffenen Gegnern. Hassausbruch bevorzugt Ziele, die kürzlich von Evelynn angegriffen wurden. Okay. Dann, noch schnell, wir haben 15 Sekunden, go, go. Dunkle Raserei, passive Evelynn Zauber, die gegnerische Champion treffen, gewähren ihr 3 Sekunden lang 4 Lauftempo, also ein bisschen Lauftempo-Speed ist die passive und aktiv ist. Evelynn entfernt alle verlangsamenden Effekte von sich. Und, mal gucken, was steht da. Und erhält 3 Sekunden lang 30 Lauftempo. Okay, das ist so ein bisschen Speed, auch ganz nett eigentlich. Na, den drehen wir noch ein bisschen so rum, dass das auch alles hier mit diesen kleinen Minions passt. Und da igniten wir, smiten wir schon und so. Ja, jetzt gehen wir mal hier runter. Okay, das ist jetzt sehr gut zum Ganken, da das weh. Dann denke ich mal, okay, schauen wir mal rein, was hier noch Verwüstung so an sich schönes sich hinter verbirgt. Das gehen wir auf jeden Fall schon mal. Und ja, was verbirgt hier hinter? Evelynn schneidet ein Ziel zweimal und verursacht dabei mit jedem Schlag 35 magischen Schaden. Evelynn erhält danach 3 Sekunden 60 Lauftempo. Ne, Angriffstempo. Quatsch. Okay. Also, Q zum Spam, E ein bisschen zum Damage machen. First Blood auf der Botlane. Mhm. Und, ja, W ist halt gut, um, ja, wenn man einmal dran ist, dann wird man Evelynn auch nicht so schnell wieder los. So. Q ist ja auch eher da der AOE-Farm und E ist da ja eher dann der gezielte Damage. Jetzt, wo ist der gestorben? Auf der Botlane war das unser Wulibear, okay. Da hat er sich wohl gerecht. Ja, wir können jetzt mal versuchen, hier einfach mal zu ganken. Sieht ja hier so nach einem Battle aus hier gerade. Na, okay. Ah, nee, ich bin ja Stealth. Ups, jetzt. Hab ich gerade völlig verpasst. Okay, sie kann mich jetzt sehen, jetzt sieht sie mich. Ignited, ich wette, jetzt kommt sie da unten durch, ja, das war klar. Aber das sollte sie lieber nicht machen jetzt. Oh, also ein Flash hat sie auf jeden Fall schon mal draußen.
Auch wenn, ja, unsere Diana dafür ignited hat, aber na gut. Wollen wir das mal so in Kauf nehmen. Wir scannen auf jeden Fall jetzt hier nochmal unsere W. Da hatten wir bei Aktivierung, erhöht 3 Sekunden lang 30, ja, das ist gut, das ist sehr schön. Ein bisschen Lauftempo und halt, alle Slow Stunts etc. alles runter. So, dass man hier wieder schön durchskill, Spam. Nochmal einen Trunk einhauen. Das können wir mal auf Spaß hier mal aktivieren. Wir haben ja Blue. Wir haben es ja faustdick in den Ohren. Ja, also an sich finde ich sie gar nicht so grausam. Also der Radius bedeutet halt jetzt so viel, dass halt wenn ja ich in den Radius trete, dass sie mich halt einfach sehen können. Ja, würde ich sagen, lesen wir uns nochmal unsere letzte Fähigkeit durch und dann haben wir auch Evelyn erstmal soweit alles ja rausgefunden, was wir wissen sollten. Dass die Ulti Evelyn fehlt, alle Gegner in einem Bereich verursacht 15 plus Prozent, nee, plus magischen Schaden Prozent, von deren maximalen Leben als Gegner als magischen Schaden und verlangsamt sie 2 Sekunden lang um 30%. Okay, das ist schon mal ziemlich Damage. Und ja, Jungle dürfen wir jetzt nicht vergessen. Gangs kommen jetzt gleich danach. Natürlich ist ja noch alles hier ein bisschen ja freaky, offen und Nicki Minaj. Evelyn nimmt deren Schmerzen auf und erhält so ein Schild, der bis zu 6 Sekunden lang bestehen bleibt. Bleibt und jeder getroffene Gegner gegnerischer Champion 150 Schaden abfängt. Okay, alles klar. Gut, das wäre jetzt ja auch die Ulti, dann hätten wir jetzt alle Spells und wir können uns eigentlich jetzt mal langsam bereit machen für die ersten Gangs. Ja, irgendwie schnell, naja, sie verliert ein bisschen Leben schon im Jungle, muss ich sagen. Obwohl ich leicht eigentlich die Jungle Room drin habe. Nautilus ist, ne, wer jungelt beim gegnerischen Team? Wieso ist Nautilus auf der Top Lane? Weil Darius AFK ist oder? Ja, weil er Darius AFK ist. Okay. Das wird wohl die einfache, klare Erläuterung dafür sein. Na, ob ich da einfach mal jetzt den Gang versuche. Noch ist sie leider nicht 6, das heißt, hier kommt auch nicht so viel Damage. Schön, jetzt wieder hier von den Gegnern. Hm, schade, ich dachte zu Ende. Oh, fuck. Na, verdammte Scheiße. Da war es mir nicht so, ja. Nicht so, wie es wollte mit dem Gang. Bisschen verplant, keine Ahnung. Wie auch immer. Ja, Stop Sleep. Diana sagt es hier schon. Und ja, jetzt versuche ich hier nur schnell im Gebüsch den Varus zu holen, aber ich denke mal mit Hundertprozentigkeit, dass er nicht mehr da sein wird, wo er gerade eben war. Und zwar, er war an diesem Gebüsch. Ne, eigentlich müsste er jetzt auch schon dieses Feld hier wechseln. Man sieht, dass es immer auch bestehen bleibt, also wird er hier wohl nicht mehr an Ort und Stelle sein. So, na dann wird mir ja nichts anderes übrig bleiben, als mich mal wieder ein bisschen hoch zu farmen. Darius ist ja leider schon gelieft, also ist es nur noch ein Game 4 gegen 5, das sollten wir ja auch super einfach dann gewinnen. Ja, dann wird es einfach mal nur mal so sein, dass ihr einfach mal jetzt, ja, Diana gesehen habt in diesem Let's Play. Kann ja auch mal was Vorteilhaftes sein. Ja, ich komme ja sofort. So, das gehen wir dann auf jeden Fall auch durch. So, er wartet hier extra ein bisschen. Oh, ein Gegner wurde getötet. Sehr aggressiv und schon wieder ein Kill auf der Botlane hier. Varus ist diese Woche auch free to play, aber Woolybear mit Ash scheint ja echt nice Action zu machen und ja, scheint richtig gut zu klappen. So, dann wollen wir jetzt wirklich dann nochmal vielleicht auf der Toplane hier nochmal das versuchen, unser Glück. Denn hier sieht es auch gleich aus, als wenn jetzt hier dringend nötig ja, wäre hier ein bisschen jetzt Hilfe. Ja, das ist angesagt. Oh, nee, jetzt kommt sie aber zum harten 1-1. Und Nautilus wird es hier drauf gehen von der Ulti. Sehr schön. Ja, oder auch nicht, denn jetzt bin ich total useless hier. Leider bin ich zu spät gekommen, ich merke schon. Ich brauche unbedingt die Schuhe. Ja, ist ja gut. Sein Kill, sein Farm, wie auch immer. Komm, lass mich in Ruhe. Nerv nicht. So, 1000 Gold, das reicht genau aus, um jetzt die neuen Boots zu kaufen. Die werde ich mir jetzt erstmal reinziehen und dann wollen wir, ja, hoffen, dass jetzt die Gangs ein bisschen geiler kommen. So, jetzt kriegen wir richtig schon Speed, das merkt man schon richtig, das tut gut. Jetzt wollen wir mal versuchen, dass wir jetzt die Gangs hier erfolgreich mal in der Mitte schaffen und auf jeden Fall, aber bevor wir das erstmal durchführen, ja, Red scheint noch nicht respawned zu sein, jetzt hier ein Gang aus der Mitte. Ja, doch, dann gehe ich mich mal lieber schnell auf Position hier unten. Entschuldigung. Denn mit ein bisschen Glück schaffe ich es jetzt, um die Diana hier
ja, mir zu schnappen. Na, mal gucken, wo sie jetzt sein wird. Jetzt rückt die Sona sehr stark hier nach. Ich hoffe mal, hier ist es nicht gewardet. Ich hoffe mal, sie haben generell nicht gewardet. Sona könnte natürlich gut sein, dass sie gewardet hat. Hier kommt jetzt hier zum Fight. Oh mein Gott. Bin ich ziemlich getroffen jetzt, aber... da gibt er mir aber richtig. Ach du Kacke, Mann. Habe ich da Leben verloren. Einfach mal so. Oh mein Gott. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Weiß nicht, ob ich da jetzt mit meiner Ulti einfach mal reingehen soll. Aber ein Auto-Attack, ich bin down. Deswegen lasse ich es wohl lieber. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie das mit... Ich verstehe das nicht. Evelyn nimmt deren Schmerz auf und hält so ein Schild, der bis zu 6 Sekunden lang bestehen bleibt und für jeden getroffen geht. Ach so. Ja, da hätte ich jetzt 150 Leben dann bekommen. Also, ja, okay, mit Ulti hätte es vielleicht klappen können. Mit Ulti ist das dann doch was anderes. Alles klar. Na gut, dann wollen wir mal... Oh mein Gott, nach 9 Minuten 52 immer noch kein erfolgreicher Gang. Na, hoffentlich stimmt denn wenigstens die Unterhaltung. Ach ja, hier, Diana holt sich dann jetzt auch mal den Blue vom Gegner. Denn, ja, das ist ja jetzt alles hier Free Farm für uns. Der Jungle gehört sozusagen uns. So, Red scheint jetzt hier auch nicht, ja, nichts von benötigt zu sein. Aber wir brauchen den sehr dringend. Was mich echt noch stört, dass man ja mit Evelyn extrem viel Schaden reinbekommt. Das ist ja echt eine Schwachstelle. Schön jetzt hier, wird da jetzt gleich der Gang auch von mir kommen. Na komm. Ach nö. Da ich versucht, so viel Schaden rauszuhauen, wie es geht, aber... Aua. Boah, heftig, heftig. Nicht schlecht. Hat Diana es richtig geil gemacht, dass sie da einfach mal, ja, ihr Mondfeuer hingeschossen hat, damit gleich mit ihrer Ulti anzarschen konnte, die somit kein CD hatte und dann gleich nochmal, ja, zurückgeschlagen hat. Nicht schlecht. Hätte ich wohl wahrscheinlich erstmal so ein bisschen ins Stealth gehen müssen. Oder auch keine Ahnung wie. Aber auf jeden Fall, so hätte ich das Fight dann nicht eröffnen können. Das war ja mehr als grottenschlecht. So. Jetzt hier dieselbe Situation und schön von der Gegner. Die anderen gefällt mir echt sehr gut, wie die spielt. Auch wieder schön da, ja, den Kill geholt. Also Diana lässt sich wohl hier, ja, sehr beliebt. Also läuft echt ganz geil. Anfangs hatte ich ein bisschen so meine Startprobleme mit Diana auch, als ich sie vor 4-5 Tagen gespielt hatte. Aber ja, mittlerweile habe ich ja jetzt auch eine ganz andere Meinung von ihr bekommen und sie macht auch richtig Spaß. Und das, die Aktion gerade eben war ja echt nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, komm, komm, komm. Wieso immer auf mich, Mann? Wieso immer auf mich? So, ich will wieder schnell ins Stealth jetzt. Stealth, Stealth, Stealth. Ach nee, jetzt habe ich einen Spell aktiviert. Ach Mann, ich bin ja ein Döspaddel. Also das mit dem Stealth gehen klappt jetzt noch nicht so richtig, muss ich sagen. So richtig, wie ich es mir vorgestellt habe. So, mittlerweile habe ich jetzt wenigstens raus, wie man ungefähr, ja, sie spielt, denke ich. Na? Ein Gegner wurde getötet. Die Schatten. Schön wieder die Botlane, ja, das läuft eigentlich ganz souverän da unten. Oh Mann, da wollte er mich schon wieder mit der Q treffen, damit er die Ulti abfeuern kann. Aber hat mich nicht getroffen. Und jetzt feuert er mich da ab und... Eieieiei. Keine Chance habe ich da gegen Diana. Die nimmt mich da sowas von auseinander. Meine Fresse, meine Herren. Also da hat ja Evelyn echt gar nichts zu sagen. Also das, ja, war einfach mal nur heftiger Schaden, wo ich ja gar nicht gegenhalten kann. Ich weiß nicht wie und ja. Wie und was und wo. Tja. Das irgendwie, ja, läuft nicht so ganz, wie ich es mir gedacht habe. Habe jetzt mir nochmal ein bisschen Lifesteal gekauft, denn ohne Lifesteal geht ja auch nichts. Wichtiges Item ist natürlich auch noch auf jeden Fall Trinity, aber ja, so viel Geld bekomme ich an diesem Match hier gar nicht, dass ich mir jetzt gar nicht kaufen kann. Und somit, ja, muss ich erstmal auf meine Wiggles sparen, denn irgendwie ist auch mein Jungle, ja, nicht ganz so, wie es eigentlich sein sollte. Werde mich nochmal ein bisschen anstrengen, jetzt auch mal jetzt wenigstens in den letzten
keine Ahnung, 10 Minuten noch mal ein bisschen, ja, den einen oder anderen Kill jetzt auch noch mal präsentieren zu können. Würde mich ja jetzt doch irgendwie noch mal freuen. So, Diana verfolgt da jetzt oben schon wieder Cannon. Macht es da jetzt 101 und schön. Da hat jetzt dieses Mal, ja, Ken den Spieß umgedreht, würde ich sagen. Diesmal hat, ja, Ken auf Diana im Jungle gewartet. So wie letztes Mal Diana bei mir auf mich im Jungle gewartet hatte. Und ja, hat Ken schön den Skillshot getroffen. Und konnte somit Diana jetzt diesmal killen. Sehr schön. Ja, ich denke auch, das Game wird auch nicht viel länger als 20 Minuten dauern. Deswegen kann man es auch schon fast wieder so ein First Impressions Video nennen. Denn ja, wirklich ein nice Gameplay ist es ja nicht von den Skills her, sondern halt wirklich erstmal nur die Eindrücke von Diana so. Dann könnt ihr ja schnell entscheiden, ob ihr Bock habt, sie zu zocken oder ob ihr es dann doch wohl lieber nachlasst. So, jetzt können wir hier nochmal ein bisschen was holen. Aber auch hier meine ich einfach mal, dass ich einfach viel zu wenig. Ja, keine Ahnung. Der Schaden ist auch so gering mit Evelyn. Die Nacht ist mein Schleier. Ein Beschwörer hat das Spiel verlassen. Jetzt hat auch noch Nautilus gelieft. Ach du Kacke, jetzt sind es noch wirklich nur 3 gegen 5. Also jetzt hier gar keine mehr in Runde. Oh mein Gott, das war noch meine Ulti. Ich hatte noch meine Ulti und die gibt mir doch ein Schild von 150 Leben. Willst du mir ernsthaft erzählen, oder wollt ihr mir ernsthaft erzählen, dass sie einfach mal so eben das Schild durchbrochen hat? 150 Leben, Mann, das kann doch nicht sein. Womit? Mann, Mann, Mann. Kann echt nicht wahr sein. Also 030, 54 Last Hits. Ja, das ist eher der schlechtere Jungler. Mit den Ganks hat das wohl auch nicht ganz geklappt. Tja. Ja. Werde aber wahrscheinlich noch mal irgendwann im Laufe meiner League of Legends Karriere, wie ich sie immer so nett nenne, das andere, ein oder andere, ja, Diana, nee, nicht Diana, Quatsch, Evelyn Match machen. Also, ja, da werdet ihr wohl dann noch mal in einer erfolgreicheren sehen. Schön, 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 schön. Schön den Skillshot jetzt hier kennen gezogen. Das war ein ganz nice von Varus. Er ist, würde ich sagen, auch einer der einzigen, der es jetzt einigermaßen noch gegen deft. Ah, da weiß er auch, dass es gefährlich ist. Da ist er automatisch dann wieder zurückgegangen, denn ich glaube auch, sein Spell hat genau in dem Moment abgebrochen. Ja, die Gegner sehen mich jetzt die ganze Zeit nicht. Okay, er sieht sie nicht. Aber nur für eine kurze Zeit. So, jetzt natürlich die Frage, ist die Diana eigentlich gefeedet? Ja, naja, nö, ist sie nicht wirklich. Auf jeden Fall, weil ich wollte ja jetzt hier die eine oder andere nice Action machen. Oh, fuck, 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 fuck. Die Nacht ist mein Schleier. Ja, sie wissen, dass ich hier bin. Das wissen sie. Weg bin ich, weg bin ich, weg bin ich. Oh mein Gott, ey. Das war knapp 15 HP noch. 15 HP. Wie sie es mal so schön nennen würden jetzt. Und ja, damit habe ich Varus wenigstens noch seine Hälfte des Lebens gezockt. Ja, oder halt der Tower. Je nachdem, wie man das jetzt benennt. Eigentlich war es ja der Tower. So, jetzt endlich mal, wo ich sagen, ja, auf geht's, Trinity. Wir brauchen dich. Denn ja, ohne dich fehlt uns wirklich der Damage hier im Match und dann können wir eigentlich auch vergessen. Ich überlege gerade, ob wir Wiggles überhaupt so dringend benötigen, sondern ob wir nicht gleich mir auf Trinity hätten bauen sollen. Und da hat ganz knapp der Arrow von Ashe die Ulti. Ja, die gegnerische Sona getroffen, aber es war gar nicht nötig, denn sie war ignited und ist ja auch jetzt auf, ja, andere natürliche Wege gestorben. Ja, just boring game, sagt Cannon, stimme ich ihm eigentlich vollkommen zu. ja, für mich ist es irgendwie total miserabel, trotzdem, ja, gewinnen wir eigentlich hoch raus, denn es ist halt wirklich nur noch ein 3 gegen 5 und ja, dafür schlagen die Gegner sich eigentlich gar nicht so schlecht. Sie haben es zumindest nicht geschafft, unter 20 Minuten wohl die komplette Base auseinanderzunehmen. Das war ja leider nicht drin. Ich merke auch gerade extrem niedrigen Farm hier von Ashe. Da wollte die gerade die Ulti mich abschießen. Nee, 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 mein Lieber. Nee, 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 nee. Na, dann pushen wir hier gerade den Tower. Okay. Euer Team, einen Turm zerstört.
Och nö, es ist doch schwul. Hätte ich ja beinahe noch einen Kill bekommen, aber nein. Diana hat gerade die andere Diana gekillt. Wieso kriege ich keinen Assist? Ach, weil ich keinen Damage auf Diana hatte. Alles klar. Alles klar. Sag mal, ist irgendwie der Champion OP? Kann das sein? Schön, schön, schön. Vollendet das bitte. Dieses schmutzige, versaute Spiel. Misslungen und miserabel gespielt. Naja, aber ich glaube, so kommt das kommt davon, wenn man ja einen Champion zum ersten Mal spielt. Euer Team hat einen Inhibitor zerstört. Ja, er meint auch schon, guys, you suck, you got it hard when it's 3 vs 5. Und da hat er ehrlich gesagt echt recht. Ich hab's echt gar nicht so einfach hier. Hier nochmal schnell die Ulti angeschmissen, da läuft irgendwie. Wieso läuft der planlos da vorbei? Und da wurde der eiskalt den Kill in Kennen überlassen, das hat mir nicht so ganz hingehauen, wie sie gleich wollten. Ich bin auf jeden Fall jetzt auf dem Weg jetzt hier, um mir die Zona zu schnappen, nochmal eigentlich mal einfach ein Kill, aber nein, kein Kill wird mir hier bleiben. Ja, AD Carry kann ich auch keinesfalls mir irgendwie annähernd holen. Woliberg kommt jetzt hier noch zur Hilfe, oder ich komme ihm eher zur Hilfe, aber das macht auch eher keinen Sinn, denn, ja, so groß helfen kann ich ihm jetzt auch nicht. Oh mein Gott, jetzt kommt unsere Diana und es legt sich jetzt hier schön an, holt sich erst mit Leichtigkeit den gegnerischen Varus und ja, dann wird sie ja wohl jetzt auch noch ohne Probleme den Rest des Teams holen. Mein erster Kill! Oh mein Gott, aber wie sie mich wieder gegen Gegensatz da zurück wegfahren. Gibt's das? Nein, das gibt's nicht. Und sie macht erstmal eine Doppeltötung hier am Start. Oh mein Gott. So. Was als nächstes kaufen? Ja, ich denke mal, das ist jetzt eigentlich recht gleich. Ob ich jetzt mehr erst ein bisschen Speed oder ich denke mal, Leben wird das bessere Item sein. Habe ich jetzt auch noch ein bisschen das Gold gerade gesaved drauf und ja, jetzt mit gutem Gewissen konnte ich mir das jetzt leisten. Oder auch mehr oder weniger guten Gewissen, wollte ich eigentlich sagen, denn, ja, 1-5-0, oh mein Gott. Ich glaube also, die Gegner schaffen uns jetzt noch richtig hier. Also Diana hier, die nimmt jetzt erstmal unsere Ashes auseinander. Oh, würde sie da jetzt nicht so lange Zeit lassen. Aber sie wird auf jeden Fall vom anderen AD Carry gekillt. Wird Woolly Ben jetzt schön reinschmeißen jetzt hier in die Super Minions, aber nee, okay, sie sind nicht in Reichweite, denn sonst hätten wir jetzt den Varus auseinandernehmen können, eventuell. So, da oben sieht alles ja, so aus. Okay, okay, okay. Ich notiere, aber ich glaube, ich bin einfach heute übelst fertig, so weil ich einen übelst anstrengenden Tag hatte. Oh, ich würde am liebsten gleich schlafen gehen. Ich glaube, das werde ich auch gleich erstmal tun. Vielleicht ist es einfach nicht so die Idee gewesen, jetzt heute Abend dann doch irgendwie noch ein Match zu machen. Aber ich dachte einfach mal so als Entspannung. Es ist wohl doch gar nicht so falsch. Die wollte ich mir jetzt einfach mal gönnen und jetzt hier konnte mal gucken. Und nein, viel zu wenig Damage. Ja, klar. Der Varus, der knallt mich kurz. Na, also ob wir das noch schaffen, das Match? Ich glaube, das können wir glatt surrendern. Also, wir. Es ist echt so peinlich. 3 gegen 5 und wir kommen nicht annähernd gegen an. Schön jetzt nochmal von Ken hier gemacht. Jana schnappt sich ihn jetzt auch nochmal ran. Ah, so wollen wir das sehen. So ist das brav. So, Diana gegen Diana. Wer wird jetzt hier gewinnen? Das spannende Duell. 1-on-1. Nee, sie jungelt sich hier selber nochmal eben hoch. Und ja, Zona, die macht hier auch schon extrem auf AP, denn irgendwie sonst, keine Ahnung, fehlt der Damage irgendwie ein bisschen. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das wirklich einer meiner schlechtesten Games, die ich je gespielt oder je gesehen habe. Ganz, ganz peiniges Kino. Aus der Dunkelheit. Na gut, gewartet habe ich mit meiner Wiggis auch noch nicht. Das ist jetzt auch schon wieder so eine Angewohnheit, die ich eigentlich mal früher hatte, dann eigentlich jetzt mal langsam drauf hatte, aber jetzt reißt sie sich hier schon wieder mit diesem kleinen Match von Evelyn ein. Komm Ash, das schaffst du.
Okay, wir pushen jetzt alle drei Seiten durch. Das wird unsere Taktik sein. Und dann schließlich haben sie dann wohl keine Chance mehr gegen die 5 Super Minions, also gegen 5 von uns und dann plus alle drei Seiten Super Minions werden sie wohl kaum zu dritt gegen ankommen. Ja, so wird wohl unser Plan aussehen. Hehehe. Ja, das ist irgendwie auch ganz schön peinlich, aber was anderes bleibt uns nicht übrig. Ja, wo ist mein Damage? Ich mache gar kein Damage. Es ist echt so, ich mache kein Damage. Guck, dieses Gebäude, es geht aber nicht kaputt. Keine Ahnung. Na komm, na komm, na komm. Da wollte ich einfach mal KSen und verkacke auch noch den KS, ey. Oh mein Gott, das ist fein. Ja, das kann ich auch schwer vergessen. Da hat zum Glück den Skillshot nicht getroffen, sein Q. Sonst wäre ich jetzt wohl wieder down gewesen. Aber nein. Und jetzt kann ich erneut hier ins Gefecht eintreten. Oh mein Gott, nein, er sieht mich, er sieht mich, er sieht mich. Nein! Oh mein Gott, ist das schlecht, ey. Ich würde am liebsten jetzt meinen Kopf gegen irgendwas gegenhauen. Was ganz, 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 ganz hart. Ja, das ist wirklich ganz peinlich hier. Page wäre vielleicht einmal jetzt so schlecht hier. An dieser Stelle. Ja, sie hat auch, glaube ich, ihren Q jetzt an. Ja, okay, jetzt hat sie nämlich mal ausgemacht. Hat wohl selber bemerkt, dass das jetzt nicht das Sinnvollste ist. Aber wie peinlich das ist. Ey, ich glaube, die packen uns ehrlich noch. Haben wir mittlerweile nicht mal alle drei Seiten durch? Nein, haben wir nicht. Okay. Okay, okay, okay. Dö, erneut ins Gefecht. Ja, das ist natürlich klar. Jetzt hier die Vorlage für Ash. Mit einem Ignite auch noch. Damit funktioniert der Lifestyle halb so gut. Und ja, schön mit der Ulti natürlich den Standard geholt. Das war klar überlegen, da Ash und an dieser Stelle war auch Diana aus unserem Team klar überlegen, da sie ja noch kein CD auf Ulti hatte. Die gegnerische Diana hatte ihn bereits. Und ja, somit war es eigentlich auch eine Leichtigkeit für unsere Diana, die andere Diana zu kennen. Hier hat jetzt leider die Diana nochmal ja, das Ranziehen leider verkackt. Verhauen. Und den Skillshot auch verhauen. Also beides von. Ja, die machen einfach mal die Arbeit und ich mache dann hier die restlichen Drecksarbeit. Sehr schön. Der Tower ist down und jetzt die Super Vasallen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das sieht nicht gut aus. Woher dieser Damage? Oha. Woher dieser Damage? Und woher dieses Können? Woher dieses... Oha. Was ist denn da los auf einmal? Gefährlich, gefährlich. Das kenne ich ja gar nicht. Hallo, ich habe gerade den AD Carry geknallt. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Was ist denn da los mit mir? Nicht, dass jetzt sowas einreißt, ne? Das wäre ja grausam. Nein! Das wäre jetzt einfach mal wieder Hammer gefailt. Ja. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Wieso gehe ich da nicht einfach an dieser Stelle back oder achte einen Tick mehr auf die Minimap? Dann hätte ich auch gesehen, dass jetzt hier gerade Diana sich auf den Weg zu mir gemacht hätte. Aber nein. Oh, schön da jetzt noch geholt, aber das bringt auch schon wieder nichts. Denn sie ist jetzt hier gefesselt von einem AD Carry. Und das war's auch schon wieder mit Ash. Ash geht an dieser Stelle down. Und ja, wir schaffen es eiskalt nicht. Zu 5 gegen 3 Leute dieses Game zu beschaffen oder zu bezwingen. Wir gehen, jeder geht hier alleine rein und ich glaube, ich lade es einfach mal aus Protest hoch. Einfach mal als, ja, als mein schlechtestes Spiel, was ich je hatte. Einfach mal, ja, so. Damit einfach mal, wenn ihr euch scheiße fühlt, genau, das ist die Idee. Wenn ihr euch scheiße fühlt, dann guckt euch bitte dieses Let's Play an, denn dann wisst ihr, ein Spieler in League of Legends ist schlechter als ihr. Und dann fühlt ihr euch definitiv besser, das weiß ich.
da bin ich fest von überzeugt. Ja, aber ich werde wohl einfach mal nächstes Mal, wenn ich sie nochmal spielen sollte, werde ich bestimmt die Tage nochmal machen. Trinity einfach früher kaufen als Wiggles, denn Wiggles brauche ich ja wirklich wohl nicht hier. Da ich sowieso eher in, ja, den Hextech Gunblade oder wie die auch immer heißt jetzt bräuchte. Ich denke, das würde insgesamt mehr machen. Und da hole ich mir einen Double Kill, schön. Mit meiner Ulti, die einfach mal jetzt 20% von den Gegnern schon Leben aufgeknallt hat. Und an dieser Stelle haben sie jetzt gemerkt, oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben mein allerschlechtestes Spiel in meiner ganzen League of Legends Karriere gewonnen. 3 gegen 5 und echt, es war grottenschlecht. Ja, schreibt mir was Nettes drunter und keine Ahnung. Bis dann, ciao, haut rein, euer Evil Bush LP.